Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal um ein Thema, um eine Frage, die ich irgendwie fast täglich gestellt bekomme. Und ich dachte mir, jetzt mache ich einfach mal ein Video dazu. Es geht darum, welche Kamera soll ich mir kaufen? Und das versuche ich jetzt mal in diesem Video so gut es geht zu beantworten. Viel Spaß! Ja, vielleicht kennst du es ja selber von dir, dass du dir die Frage schon mal gestellt hast, welche Kamera soll ich mir jetzt eigentlich kaufen? Und ich kriege diese Frage tatsächlich fast täglich von euch, von einem von euch gestellt. Und es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, darauf zu antworten. Denn natürlich kenne ich erstens euch als Person meistens nicht. Ich weiß auch nicht, was ihr fotografieren wollt und so weiter. Und von daher dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal so ein Video, was natürlich so ein bisschen allgemeiner gehalten ist. Aber ich denke trotzdem, dass du gerade mit den Sachen, die ich dir jetzt gleich sagen werde, deine richtige Kamera finden wirst. Für mich persönlich ist es natürlich auch immer ganz schwer, ein ganz bestimmtes Kameramodell zu nennen. Denn ganz ehrlich, was soll ich dir denn empfehlen, was ich selber noch nicht getestet habe? Und ich habe einfach auch selber noch gar nicht so viele Kameramodelle besessen, damit ich jetzt den gesamten Markt kenne und sagen könnte, ja, dieses Kameramodell, das musst du dir jetzt kaufen, weil das ist richtig gut. Im Endeffekt kann ich dir nur diese Kameramodelle empfehlen, die ich auch selber hatte und dementsprechend auch ausgiebig getestet habe. Und das ist natürlich nicht das, was eigentlich der Sinn der Sache ist. Von daher möchte ich dir jetzt in diesem Video auf jeden Fall mal einen kleinen Ratgeber geben und das Ganze so ein bisschen weiterfassen, damit du dir überlegen kannst, welches Kameramodell am Ende auf dich passt. Es gibt so ein paar Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man eine Kamera kauft. Die erste Frage, beziehungsweise die erste Feststellung, die ich erstmal machen möchte: Jedes Kamerasystem ist gut und hat seine Daseinsberechtigung. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob du nun Nikon, Canon, Sony, Pentax, Fuji und wie sie alle heißen. Also es gibt jetzt wahrscheinlich noch 30 andere Firmen, die ich aufzählen kann. Und nein, ich werde von diesen Firmen jetzt nicht dafür bezahlt, dass ich sie gerade genannt habe, sondern ich möchte einfach nur verdeutlichen, jedes System ist gut und du solltest einfach schauen, dass du dir mal die verschiedenen Kamerasysteme anschaust und dann selber feststellst, was dir an den Systemen gut gefällt. Jetzt mal so als kleines Beispiel, ich habe hier einmal eine Nikon-Kamera stehen und hier eine Canon-Kamera. Das ist einmal die Nikon 5300 und das ist die 70D von Canon. Und ich für mich persönlich muss gestehen, dass ich von dem System Nikon mehr überzeugt bin. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Und da geht es mir vor allem um das Handling, wie die Kamera in meiner Hand liegt. Also ich habe mehrere Nikon-Kameras, das ist jetzt hier eine ganz kleine Kamera, die habe ich mir mal ganz am Anfang gekauft. Aber ich finde die Anordnung der Knöpfe und Drehräder einfach bei Nikon ein bisschen besser. Das ist meine persönliche Meinung, wie ich damit klarkomme hier. Ja, also die größeren Nikon-Kameras, die haben hier vorne noch ein zusätzliches Einstellrad und dann hier hinten. Und damit komme ich sehr gut klar, weil ich hier mit meiner rechten Hand sowohl mit meinem Zeigefinger als auch mit meinem Daumen diese beiden Einstellräder und damit die Blende und die Verschlusszeit sehr einfach und schnell verstellen kann. Bei Canon, die haben ein bisschen das anders angeordnet. Da gibt es einmal hier oben so ein Einstellrad und dann hat man meistens hier hinten noch ein Einstellrad. Damit kann man meistens so die Blende und die Verschlusszeit verändern. Das kann man sich natürlich auch alles immer so belegen, wie man möchte. Aber ich finde einfach die Anordnung von den Drehrädchen von Nikon ein bisschen besser. Und da musst du einfach mal in ein Geschäft gehen und dir die verschiedenen Kamerasysteme anschauen und mal wirklich auch die Kameras direkt in die Hand nehmen. Und einfach mal schauen, welche Kamera liegt dir denn jetzt besonders gut in der Hand? Denn das, finde ich, eigentlich ist das Wichtigste dabei. Wie liegt mir eine Kamera in der Hand? Fühle ich mich damit wohl? Fühle ich mich damit wohl, eine richtige DSLR-Kamera in die Hand zu nehmen, die dann doch ein bisschen größer, ein bisschen schwerer ist? Oder möchte ich dann doch lieber auf Sony gehen, die etwas kleinere und leichtere Kameras bauen? Das ist halt einfach alles so eine Geschmackssache und es sind viele Faktoren, die damit reinspielen. Ich persönlich muss dir sagen, ich gucke weniger aufs Datenblatt, wie viel Megapixel-Auflösung jetzt eine Kamera hat oder was für krasse Funktionen da drin sind mit WLAN und GPS und so weiter. Natürlich ist das alles schön, aber das Wichtigste ist doch erstmal, dass dir die Kamera gut in der Hand liegt. Eine zweite Frage, die ich mir auf jeden Fall stellen würde, ist: Was gibt es für Objektive für dieses Kamerasystem?
Denn je nachdem, was du gerne fotografierst, brauchst du natürlich vielleicht für Landschaften eher Weitwinkelobjektive oder für Sport- und Wildlife-Fotografie zum Beispiel eher Teleobjektive. Und da solltest du einfach mal gucken, was der Markt gerade so anbietet. Das müssen natürlich nicht immer Objektive sein, die direkt von dem Kamerahersteller auch sind. Also ich muss mir nicht nur Nikon-Objektive für eine Nikon-Kamera kaufen, sondern da gibt es ja auch viele Drittanbieter inzwischen, die sehr, sehr gute Objektive herstellen. Und da solltest du einfach mal gucken, was da so an deine Kamera dann ranpassen würde und was du eigentlich benötigst. Jetzt in meinem persönlichen Fall ist es wieder so, ich fotografiere ja viele Landschaften und Städte. Und da bin ich bei Nikon meiner Meinung nach sehr gut aufgehoben. Sony wäre da auch eine Option, weil aber einfach Nikon hier ein wirklich sehr, sehr schönes Weitwinkelobjektiv rausgebracht hat mit dem 14-24. Das liebe ich, dieses Weitwinkelobjektiv. Und von daher fühle ich mich da einfach sehr wohl. Ein zweiter Grund, warum ich zu Nikon gegangen bin, gerade mit der Landschaftsfotografie, ist der Dynamikumfang. Denn der ist bei Nikon, bei den Nikon-Sensoren und auch bei Sony extrem gut. Und von daher ist das auch ein weiter ausschlaggebender Punkt für mich gewesen, zu Nikon zu gehen. Bei Canon zum Beispiel finde ich es extrem cool. Die haben sehr, sehr coole Funktionen fürs Filmen und auch so was Porträts und so weiter angeht, muss ich sagen, da würde ich tatsächlich eher zu Canon gehen, weil mir dieser Look bei Porträts und so weiter sehr, sehr gut bei Canon gefällt. Die dritte Frage habe ich ja im Prinzip gerade schon genannt. Du musst dir natürlich überlegen, welche Art von Fotografie du machen möchtest. Wenn du Sport fotografierst, dann brauchst du natürlich eine Kamera, die sehr viele Bilder in Serie hintereinander schnell schießen kann. Und wenn du zum Beispiel Landschaft fotografierst, dann brauchst du das halt eben gar nicht. Also dann ist es dann doch eher schon so, dass man ein bisschen mehr auf die Megapixelanzahl achtet, ein bisschen auf den Kamerasensor. Oder wenn du zum Beispiel Partys fotografierst, ist es extrem wichtig, dass eine Kamera in Lowlight-Situationen, also wo wenig Licht herrscht, extrem gut arbeitet. Das heißt, die Rausch-Performance, die ISO-Performance muss da natürlich sehr, sehr gut sein. Von daher schau einfach immer und überleg dir immer, was möchtest du fotografieren, was möchtest du mit der Kamera machen und dann natürlich, was muss die Kamera dafür können. Ein ganz wichtiger Faktor, und das ist jetzt die Frage Nummer 4, wie hoch ist dein Budget? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich das, was am meisten ausschlaggebend ist für dich. Ja, wie viel Geld möchtest du eigentlich ausgeben? Und das ist natürlich auch immer so eine Sache. Natürlich, jeder Kamerahersteller bietet auch Einsteigermodelle an und die sind meistens relativ erschwinglich auch zu haben. Aber natürlich solltest du dir vorher Gedanken machen, wie viel Geld möchte ich ausgeben? Und da geht es ja nicht nur um die Kamera, sondern da geht es auch noch um die Objektive. Ja, also man darf das nicht vergessen, nicht nur die Kamera kostet Geld, sondern natürlich braucht man dann auch entsprechende Objektive und das muss alles zusammengerechnet werden. Und da kann man sehr schnell, leider in der Fotografie, sehr, sehr viel Geld ausgeben und da solltest du dir auf jeden Fall vorher Gedanken machen, was brauchst du auch noch für Objektive und dann dir mal einen genauen Plan machen, was du eigentlich ausgeben möchtest und was du ausgeben kannst. Der letzte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, das ist eigentlich keine Frage, sondern mehr eine Feststellung. Objektive sind tatsächlich wichtiger als die Kamera. Und gerade als Anfänger hast du das vielleicht noch gar nicht gehört. Jemand, der jetzt länger fotografiert, würde diesen Satz wahrscheinlich schon öfter gehört haben. Aber lass dir gesagt sein, ein Objektiv ist wichtiger als die Kamera. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Objektiv ist eigentlich immer ja, ein Objektiv fast auf Lebenszeit. Also ich habe noch nie ein Objektiv ein zweites Mal gekauft oder ausgetauscht oder was auch immer. Also die Objektive halten. Eine Kamera ist irgendwann einfach mal runter mit der Bereifung. Also nach 250.000 Auslösungen oder so muss man so eine Kamera halt einfach mal austauschen, weil dann halt auch nicht garantiert ist, dass der Shutter noch richtig funktioniert. Der kann dann irgendwann mal kaputt gehen und von daher sind tatsächlich Objektive wichtiger, beziehungsweise würde ich für Objektive mehr Geld ausgeben als für die Kamera an sich. Und du wirst auch mehr Qualität bekommen, wenn du auf ein qualitativ hochwertiges Objektiv sparst, als auf eine qualitativ hochwertige Kamera. Also es ist tatsächlich so, dass man mit einem qualitativ hochwertigen Objektiv viel besser dran ist, als mit einer qualitativ hochwertigen Kamera. So, das waren jetzt einfach mal ein paar Tipps und Tricks für die Auswahl deiner Kamera. Ich weiß, ich habe jetzt kein bestimmtes Kameramodell genannt. Kann ich aber auch gar nicht, weil ja natürlich jeder von euch was anderes machen möchte mit der Fotografie. Und von daher wollte ich mit diesem Video einfach mal so einen kleinen Ratgeber geben, wo du dich so ein bisschen dran orientieren kannst. Also nochmal zusammengefasst, geh einfach mal in ein Geschäft, wo es viele verschiedene Kamerahersteller gibt und nimm die als erstes mal in die Hand. Und dann musst du natürlich einfach mal so ein bisschen gucken, was gibt es so für Sachen auf dem Markt für diese Kamera, was kann ich alles für Zubehör, was habe ich für Objektive und so weiter. Und danach solltest du deine Entscheidung dann treffen. Natürlich genauso überleg dir, was möchtest du fotografieren, wie hoch ist dein Budget
Und denk dran, Objektive sind wichtiger als die Kamera. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann auf jeden Fall mal auf Gefällt mir klicken. Freut mich immer ganz besonders, wenn ihr das tut, weil ich dann natürlich sehe, dass euch diese Videos auch gefallen und ich damit auf jeden Fall dann auch weitermachen werde. Und wenn du noch Fragen dazu hast und vielleicht auch einen ganz speziellen Fall, dann schreib es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Würde mich natürlich auch extrem freuen, wenn die Community untereinander sich so ein paar Tipps geben kann, denn das ist natürlich das, was so ein Video und so eine Community am Ende ausmacht. Also, wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall den Kanal noch abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Jeden Sonntag um 12 und jeden Mittwoch um 16 Uhr kommen neue Videos zum Thema Fotografieren, Bildbearbeitung und vielleicht bald auch Videos. Also, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!